Hallo und willkommen. Nach unserem Besuch von Tintagel Castle fahren wir weiter bis Polseat. Ein kleiner Badeort in der Gemeinde St. Meinvar in Cornwall an der Atlantikküste. Wir machen eine schöne Wanderung entlang der Küste, vorbei an Sandstränden und rauen Klippen. Weiter geht unsere Englandreise zu den Bedrutan Steps. Eine spektakuläre Klippenformation mit mehreren freistehenden Felsen an der Nordküste Cornwalls. Bei einer Wanderung entlang der Steilküste konnten wir einen wahnsinnigen Panoramablick genießen. Der Name der Bedrutan Steps entstand aus der Vorstellung, dass der Riese Bedrutan die großen Steine als Treppenstufen benutzt hat. Jeder der Felsen hat einen Spitznamen. Von Norden nach Süden sind das Queen Bess, Samaritan Island, Red Cove Island, Penduffs Island und Cornwalls Island.
Bevor wir unseren nächsten Übernachtungsplatz ansteuern, fahren wir noch zum Good Wavy Lighthouse. Es wurde 1858 bis 1859 auf Good Wavy Island in der St. Ives Bay erbaut. Etwa 300 Meter von Good Wavy Head entfernt markiert er das Stones Riff, das seit Jahrhunderten eine Gefahr für die Schifffahrt darstellt. Auch hier gibt es einen schönen Weg entlang der Klippen und mit etwas Glück sieht man hier Seehunde. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch freuen. Wenn ihr ein Abo dalasst, seid ihr auch in St. Ives mit dabei. Bis dahin, immer gute Fahrt!